Ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spiel. Hä? Wieso sind wir denn hier? Back. Achso. So. Playgame. So, wir haben alle Sommerstrecken durchgespielt. Wir können also anfangen mit den Winterstrecken. Warum auch immer die Zahl jetzt rot ist. Winter wäre doch eigentlich blau. Aber ey, egal. Oder besser weiß. Oh, es gibt sogar Schnee. So, jetzt natürlich die goldene Frage. Haben wir jetzt auch eine andere Fahrphysik? Weil rutschig und so. Fühlt sich erstmal gleich an. Okay. Jetzt müsste ich natürlich die Strecke im Kopf haben, um zu gucken, ob die Strecken vielleicht doch gleich sind. Aber im Schnee schon schön. Also ich gehe mal kurz in die Kameraansicht. Ja klar. Der Schnee fliegt natürlich in die Fahrerkabine rein. Ja. Hä? Vor allen Dingen, sobald der Schnee in die Fahrerkabine reingekommen ist, hört er auch auf. Ist jetzt, jetzt ist der Schnee wieder weg. Da kommt wieder eine Prise und ist wieder weg. Komischer Schnee. Ja, in der Ansicht schneit es konstant. Das ist ja auch super dämlich. Ah, ich hätte... Na gut, ich kann auch so rum einfahren. Wow, ich war noch gar nicht drin und der sagt schon, jo, wow. Ah, mein rechter Rückspiegel hat den Bereich gestreift. Das war alles. Aber gut, ich meine, klar. Lieb ist das vom Spiel schon. Wo muss ich hinfahren? Ach da. Hä? Von der anderen Seite. Okay. Das war's denn mit dem Liebsein vom Spiel? Das Spiel ist einfach eine Bitch. So, jetzt fahr da rein. Next Level. Next Level. Ah, 6 Minuten haben wir. Okay. Okay. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wir müssen nach links. Wie die Kisten alle umgefallen sind. Schön in Reihe. Boah, Alter, was ist denn da los mit den Kisten? Boah, Alter. Okay, zum Glück gibt es hier keine Eisphysik. Sonst wären wir diesen Berg niemals hochgekommen. Weil ich glaube nicht, dass wir irgendwie Schneeketten anhaben oder sowas. Ey, wobei bei der Steigung hätten nicht mal Schneeketten gereicht. Wenn es wirklich Glatteis gewesen wäre. Und die Straßen sehen ja aus wie Glatteis. Klar ist er natürlich wieder hängen geblieben. Natürlich ist er hängen geblieben. Meine Fräse. Wie tief ist denn unsere Frontstoßstange? Ja, selbst wenn. Ich meine, das Ding ist ja keine Wand. Das ist ja so, also... Da will wir zwar drauf streifen und dann hochgeschoben, ne? Aber nicht hängen bleiben, so im klassischen Sinne. Alles zur Seite gefallen. Alter, dieser Berg hier. Boah. Ah, manche Fässer liegen schon aufeinander, sehr schön. Hä? Müsste der nicht runterfallen zur Seite? Wieso bleibt der auf dem anderen Ding drauf? Ich glaube, ich weiß. Okay, ich glaube, die Fässer sind intern als Blöcke. Also die. Wie sagt man? Die Kollisionsbox von den Fässern ist auch eine Box. Und kein Zylinder. Schätze ich jetzt einfach mal.
Tja, wenn wir hier natürlich überall hängen bleiben und damit natürlich immer wieder verlieren, dann werden wir es natürlich in den zwei Folgen kaum noch Level schaffen. Was natürlich schon ein bisschen schade ist. Was ist das denn für eine Markierung hier? Interessant. Oh, da sind zwei Parktaschen. Warum auch immer. Vielleicht gibt es hier nur eine Multiplayer-Version? Wobei, nee, da müssen ja alle Level mehrere Parktaschen haben. Vor allem, ich sehe auch im Menü nichts irgendwie mit einer Option für noch einen Player hinzufügen. Oder irgendwie sowas, ne? Also, eher unwahrscheinlich. Oh, schon wieder diese Styropor-Dinger. Oh mein Gott. Dass die halt nicht schon durch den Wind rausgefegt werden, ja? Also diese Straße hier unten, die ist ja sowas von am Dancen. Was da los, Amanda Colm? Aber auch nicht immer, jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ja, suspekt. Aber bei denen sind jetzt schwerer. Die fliegen nicht so extrem hoch. Guck mal, die bleiben ja fast richtig liegen. Wo? Haben wir jetzt etwa echten Granit, ja? Sehr nice. Oh, was macht der denn da? Oh, hier kommt wieder dieser. Links, rechts? Ich glaube, ich bin krass falsch gefahren. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich glaube, die Strecke schaffen wir zeitmäßig nicht mehr. Die Schilder sagen ganz klar, ich soll hier erstmal nach links fahren. Och, ernsthaft? Aber hier vorne sind keine Straßenschilder mehr. Ach, da ist ja schon das Ziel. Was ist mit diesem LKW? Guck mal, was ist mit dem LKW los? Hier sind mehrere LKWs ineinander. What the fuck ist denn los mit dem Spiel? Ich bin verwirrt. Ach, ich hätte vorne schon reingemusst. Warum sind denn die Schilder da hinten? Okay. Dieses Level ist sehr seltsam. Die LKW sind seltsam, die Schilder sind seltsam. Ich bin seltsam. Alles ist seltsam. Diese Welt ist seltsam. Die Musik auch. Ah, schon wieder so zwei Dinger ineinander. Sollte ich mal das Spiel neu laden vielleicht? Wäre das eine Option? Ich weiß halt nicht, ob die Cookies, also ob mein Fortschritt irgendwie gespeichert wird als Cookies oder sowas. Oder wenn ich jetzt die Seite neu lade, ne, so, wie sagt man, Arcade-Style, dass denn ich komplett von vorne beginnen muss. Deswegen würde ich das Spiel eigentlich nicht neu starten müssen. Habe ich schon wieder Saftsäcke drauf? Ha? Wow. Okay. Okay. Ah, das ist wieder ein normaler LKW. Sehr schön. Oh, Alter. Die Dinger machen mich gaga. Vor allem hier auf der Autobahn auch noch. Ah. Man sieht auf jeden Fall, bei dieser Schneetextur, sieht man wirklich extrem dieses Mipmapping. Das, ne, hier, da sieht man eine Kante, hier sieht man eine Kante in der Textur. Da vorne diese beiden Kanten, da und da, ne. Sieht man halt bei der Textur extrem. Ich meine, auch bei der anderen Textur hat man schon gesehen, hier bei der, ne, bei der Sommertextur, sag ich jetzt mal. Aber bei der sieht man es hier wirklich super extrem. Okay, also die Map ist die gleiche. Hier ist auch schon wieder diese Stockerstelle. Die Map ist wirklich die gleiche. Es sind bloß die Texturen andere. Und andere Missionen. Interessant. Oder die haben so Map-Cluster, die sie einfach so übernommen haben.
Oder die gesamte Map, also die gesamte Sommer- und Wintermap wurden aus den gleichen Clustern erstellt. Frage über Fragen. So viele Fragen. Gott, wo kommen die ganzen Fragen her? Ich habe so viele Fragen. Fragen wir doch mal den Anwalt. Follow the. Wo ist der LKW hin? Ja. Fängt ja gut an. Ah. Und ich dachte, wir schaffen hier richtig schön viele Level und alles. Nee, Pustekuchen. Sollte ich die Seite vielleicht mal doch neu laden? Im letzten Level hatten wir einen LKW, der aus zwei LKWs bestand. Also der zwei Ladeflächen hatte. Jetzt haben wir einen LKW, der einfach verschwindet. Unser eigener auch noch. Vor allen Dingen bei so einer Mission mit dieser Kackladung hier. Eieieiei. Das wird heftig hier. Da habe ich mir was vorgenommen. Nicht rausfallen. So, genau, wieder alles schon rein. Hier sieht man es vor allen Dingen extrem, ne? Fahr, beschleunige noch mal. Die LKWs hier spawnen aber auch mal an den gleichen Stellen, ne? Das heißt, entweder sind die Spawner direkt in der Map integriert, dass die LKWs an sich immer an den gleichen Stellen spawnen. Alter, diese Stelle, wie sich der LKW immer zurücksetzt. Ne? Es ist nicht so, dass das Spiel ruckelt, sondern es ist wirklich, dass der LKW immer wieder zurückgesetzt wird. Ne, weil du siehst ja an der Stelle, wenn ich nach rechts lenke und der LKW deswegen so nach links neigt, dass er auf einmal dann nicht mehr nach links geneigt ist, sondern wieder gerade steht. Oder fährt. Sehr suspekt. Ich meine, man muss schon sagen, das Spiel als Ganzes ist für ein Online-Spiel, was kostenlos auf irgendwelchen dubiosen Seiten angeboten wird, super gut. Ja? Das muss ich einfach mal schon so sagen, wie es ist. Aber, ja, ist schon wieder weg. Okay, ich lade mal die Seite neu. Das ist ja interessant. Beim letzten Level, da hatten wir noch unsere Ladung, ne? Obwohl, da wurde die Ladung nicht abgeladen. Und hier wird zu viel Ladung abgeladen. Unser LKW verschwindet nämlich auch. Sehr nett. Eieiei. Bin mal gespannt, ob es jetzt klappt. Ich hoffe mal, F5 hat gereicht. Ansonsten, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist die Folge eh jetzt mal vorbei. Dann werde ich mal für die nächste Folge auch mal den Browser neu starten. Ja. Und wenn das dann auch nichts bringt, dann war es das an der Stelle schon. Oh, die eine Kiste da. So, hier müsst ihr jetzt mal gucken. Hier, da diese ganzen Streifen hier. Da ist das Mindmapping extrem sichtbar. Okay, wenn ich ganz nah an den vorbeifahre, dann kommen die Jungs komplett durcheinander. Gut, ist ja bei Euro Truck Simulator genauso, dass die KI denkt, dass ich deren Weg streife, was ich ja letztendlich irgendwo tue. Das müsst ihr mal gucken, immer wenn ich hier so lenke und der LKW schräg ist und es dann stockert, ist er direkt nach dem Stocker nicht mehr schräg. Also irgendwie wird hier intern scheinbar die Physik-Engine zurückgesetzt oder irgendwie sowas.
Warum auch immer. Ja, suspekt. Das Spiel ist schon interessant. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Stelke wieder verschwindet. Weil wir müssen ja das Level spielen, um ins nächste Level zu kommen, ne? Das heißt, wir müssen dieses Level schaffen. So, wir, du bist jetzt wieder weg. Dann klatsch ich dich. Voila, Habibibi. Ja, er ist weg. Okay, gut, das wird der Folge auch gewesen sein. Dann... Ja, werden wir mal in der nächsten Folge, also ich werde in der nächsten Folge, zur nächsten Folge, den Browser mal neu starten. Und, ja, dann werden wir in der nächsten Folge dann mal ein normales Level spielen. Und wenn das nicht klappen sollte, dann weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich dann mache. Heulen wahrscheinlich. Innerlich weinen. Ja. Irgendwie was in der Hinsicht werde ich wahrscheinlich dann tun. Von daher, bis dann.